Hallo und herzlich willkommen zurück zu Long Dark. Lang ist ja eine Woche. So, Mister, wo waren wir? Hm? Na? Sag's mir, sag's mir. Ah, scheiße. Ja. Da war ja ein Bär. Okay, gut. Will ich nicht. Naja. Gut, ich habe jetzt die Wolfspelze schon mal rausgepackt. Weil damit können wir hinterher schon was Schönes machen. Leider können wir es noch nicht. Hab das schon nachgeschaut. Wird aber noch kommen. Ja. Geil, freue ich mich schon. Dann wollen wir mal los, würde ich sagen. Nachdem ich was getrunken habe. Nochmal. Nö. Nicht hier. Ja, die Woche, ich glaube Mittwoch war das, da kam ein Video über das, ungewöhnlich. Das lag aber daran, dass die Schnittversion irgendwie nicht hoch wollte. Ständig abgebrochen bei der HD-Verarbeitung. Keine Ahnung, woran es lag. Ich habe die Uncut-Version jetzt hochgeladen gehabt. Lief problemlos. Ja, hoffe, das war jetzt nicht so schlimm. Obwohl ich meine Fahrstuhlmusik mag mit dem Loading. Gut, aber genug geredet. Jetzt werden wir los. Ein Hirsch. Aber kein Bär? Gut. Kein Bär ist gut. Na super, wird gleich dunkel. Das ist natürlich auch nicht so geil. Dunkel wird hier, das rennt nicht los. Oh, gleich zwei. Nee. Treffe ich eh nicht. Eine Woche schon wieder her. Bevor ich einen Wolf treffe. Wenn er vor mir steht. Ah Gott, man, schaffen wir jetzt oder schaffen wir nicht? Wir sind eigentlich top ausgeruht. Ah komm, lass los. Dann wird es halt dunkel. Kann uns ja auch egal sein. Wir haben Licht. Oh, sind sogar drei. Aber wenn wir jetzt noch einen vierten finden, überlege ich mir gleich doch noch drauf zu gehen. Ich glaube, so ein, zwei Fälle werden wir brauchen. Na ja gut, jetzt nicht unbedingt brauchen. Aber da können wir auch noch was von bauen. Ich glaube, die ganzen Tierprodukte, die wir machen können, die hauen natürlich ziemlich geil rein von den Stats. Aber ich glaube, die waren extrem schwer. Müssen wir gucken. Oh, Rinde, immer. Ich glaube, jetzt ist auch die Zeit, wo der Bär wirklich überall auftauchen kann. Worauf ich ehrlich keine Lust habe. Ne, Quatsch. 1 Kilo. Und ich glaube, der Speer war auch 5 Kilo. Auf jeden Fall schwer. Wir haben ein kleines Übergewichtsproblem. Aber toi, 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 nicht einmal was gebrochen oder verstaucht. Und auch nicht abgefroren.
Also denke ich. Ja, nee, kann er nicht. Die Lebensenergie ist ja noch komplett hoch. Habt ihr etwas gesehen? Okay. Auch echt jetzt. Muss das sein? Hoffentlich kommen wir dann vorbei. Keine Lust, den jetzt abzuknallen. Aber wenn ich den jetzt erschieße, dann brauche ich auch sein Fell. Alter. Ah, puff, puff. Davon haben wir zu viele liegen lassen. Das ärgert mich richtig. Ja, totale Verschwendung, ich weiß. Aber das Zusatzgewicht können wir uns echt jetzt nicht gebrauchen. Zumindest nichts, was wir nicht verbrauchen können. Geht der immer noch? Ne, Stein. Ich wollte gerade sagen, damit ihr auch wisst, wo ich weiß, dass ich lang muss, gut. Steht auf der Karte hier. Gut. Wunderbar. Ach Mann. Na, wo bist du? Boah, ich weiß genau, dass du hier irgendwo bist. Du Dreckiger. Okay, gut. So. Jetzt haben sie es mich natürlich wieder verlassen. Ich glaube, entweder nach da. Oder nach da. Und weiter. Aber ich glaube, wir müssen nach da. Und ich glaube, da werden wir jetzt definitiv hin, weil ich sehe da ein Bäumchen. Bist du so ein Bäumchen, was ich wollte? Todesgestrüpp. Nee. Du bist nicht so ein Bäumchen. Du bist auch wieder ein Todesgestrüpp, wie es aussieht. Also wir könnten es ja probehalber ja mal verhauen, das Ding. Ich glaube, wir kriegen zwar nur Äste. Was ist das? Achso. Ja. Ja genau. Wir kriegen Stock. Nee. Nö. Kein Interesse. Ich glaube, hier kann ich mich auch noch an was erinnern. Ich weiß aber nicht, ob es jetzt schon kriegen oder erst, wenn wir wissen, dass was ist. Schön wäre natürlich jetzt schon. Komm, komm. Ich glaube, das können wir erst, wenn wir wissen, dass da was ist. Schade. Den Spiel schon mal vorweg was wegnehmen. Macht Spaß. Totes Gestrüpp.
Das sieht aber auch heftig aus. Ein bisschen was von Fallout. Ah, ich glaube, hier war das Vereiste, wo man einbrechen kann. Ja, doch. Das war hier. Oh, das war aber ein neues Zeichen. Schön aufpassen. Denn die können hier rüberlaufen, ohne dass sie einbrechen. Und da irgendwo in der Mitte ist auch noch irgendwas gewesen. Oh Gott, bitte. Bitte nicht. Gut. Also ich glaube, da hinten müssen wir hin. Da so. Da kann man leicht ein Haus erkennen. Ich will doch wissen, was da ist. Sieht erstmal. Dich habe ich gesehen. Und du bist jetzt auch nicht genau das, was ich haben wollte. Bitte sei das, was ich haben wollte. Sieht verdammt ähnlich aus. Ich habe Birke, Waffe, Pfeile. Ein grüner Birkensprössling. Ein frisch gesammelter Birkensprössling. Muss vor der Verwendung für die Herstellung und Reparatur von Dingen getrocknet werden. Muss zur Verwendung für die Herstellung und Reparatur 4 Tage lang in geschlossenen Räumen mit Luft getrocknet werden. Okay. Geilotastik. Ja, wie gesagt, ich glaube, entweder mit Birke oder mit Ahorn machst du den Bogen. Aber im Endeffekt brauchst du trotzdem beides. Bist du? Jo, geil. Ein frisch gesammelter Ahornsprössling. Muss zur. Oh, okay. Muss zur Verwendung für die Herstellung und Reparatur 6 Tage lang in geschlossenen Räumen Luft getrocknet werden. Ich glaube, der war für den Bogen. It's getting dark out here. Time to look for shelter. Ne, kauf dir ein Zelt. Ne, auf Bergsteigen habe ich jetzt keine Lust. Gut, Umwege lohnt sich immer, wie es aussieht. Echt jetzt? Komm, Alter, hab den nicht so. Wie habe ich diese Geräusche hier vermisst? Komm hier lang? Nö. Ein Hirsch. Noch ein Hirsch. Der wäre jetzt echt gut in Position, ne? Falls ihr das hier mal hört, ne? Dann prüfe ich jemanden nach, ob ich ihn nachlade. Oder nachgeladen habe. Hat mal so einen kleinen Tick, dass ich nicht oft nachlade. Ist ein Ego-Schule, echt vorteilhaft. Nee, Antiseptum haben wir ja eigentlich auch. Oh. Hallo, Höhle. Ich hoffe, jetzt keine Bärenhöhle.
Okay. Kein Bär. Ah. Kolle. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Fuck. Something's gotta go. Oh ja. Ja, wir sind aber noch schnell genug. Ich hoffe, es war eine normale automatische Speicherung. Oh, wieso Nebel? Hauptsache, wir laufen jetzt nicht zurück. Nö, oder? Aber das... Aber... Schön scheiß. Ja gut. Da müssen wir eh hin. Verdammt. Was? This will come in handy. Ach man. Was ist eine Bauwürmisse hier? Haben wir noch eine Leiche? Viel zu dunkel. Ich hoffe, wir können nachher gleich ein bisschen schlafen. Essen und Trinken haben wir diesmal genug mit. Also im Grunde sollte das kein Problem darstellen. So. Okay. Und komm, sprinten wir mal ein bisschen. Ich glaube, das ist blöd, naja. Nicht einbrechen. Ah. Gut. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass ich, wenn ich oben hier nicht mehr zielen kann. Gut. Theoretisch könnten wir hier durch, zack, sind wir da. Problem ist, die brechen wir weg. Halt! Wenn wir schon mal hier sind. Ich weiß leider auch nicht mehr, wie viele Pfeile wir aus einem kriegen. Ich glaube, aus einem Stock noch mal einen Pfeil. Denn ich dann noch die Sache mit dem Treffen. Hallo. Ja, können wir gebrauchen. Erstmal nicht. Hm.
Theoretisch könnten wir hier übernachten. Hi. Na? Nee. Wir haben hier, glaube ich, nirgendwo Windstille. Auch wieder blöd. Na komm. 30 Minuten, na, gehen wir hin. Ich bin in die Gedicht. Geil, schön. Na? Cool. Rein theoretisch dürften wir hier nicht einbrechen. Rein theoretisch. In der Theorie ist es ja manchmal so, ne? Alte Heimat der Familie Spans. Cool. Cool, cool. Ich bin früher hingekommen. Ja. Yeah. Na, das nenne ich doch mal ein hübsches Haus. Aber das ist doch nicht wichtig. Das hier ist wichtig. So. Okay, ich sehe gerade, bei euch ist das extrem dunkel. Tut mir leid. Ich denke nicht immer gleich dran. So. Halt, auch damit. Und hier, da ist das Wichtige. Schmiedeofen. Ja. Abbringen. Halt! Abwägen. Feuer da. 5. Alle abwägen. Und das. Dann haben wir ein bisschen Holz. Oh, hi. Da haben wir noch Kohle. Oh, ist das ein Zettel? Nee. I can still eat this. Ja, nett. Nö. Haben wir auch erstmal genug von. I might have to drop some gear. Lass mir noch hier. Was haben wir hier noch alles drin? Nö. Nö. Wollte ich erstmal da lassen. Na toll. Dann komme ich auch da bestimmt hier in was. Ah. Nein. Wie gemein. Na gut, gehen wir erstmal hoch. Und schlafen eine Runde. Was, ja, keine Ahnung, 2 Uhr oder so. Aber wir schlafen trotzdem 8 Stunden. Was soll's. Wochenende können wir machen. Klappe da hinten. Nein. Brauche ich eigentlich immer noch Licht? Nö, kann ich machen. Ich brauche doch Licht.
Dann schlafen wir nochmal 2 Stunden. Echt jetzt? Toll. Okay, nichts. Nichts. Alter. Das hört sich echt nicht geil an. Oh, ich wusste doch. Irgendwann lohnt es sich, so Dinger hier kaputt zu hauen. So, Schmiede wollen wir nicht, wir wollen Ofen. Hallo? Ja. Das ist einfach weg. Mann. Auf einem Wetter brauchen wir nicht rausgehen. 2 Meter und wir sind, ja, erledigt. Hope nobody needs this anymore. Kaffee raus. Oh, komm hier. Na, ist eine Tomatensuppe. Kommt doch immer geil. Bei so einem Wetter. Ja. Achso! Ja, so bedacht. Ah, Nutzen satt. Dann haben wir... Oh, Temperatur steigt, auch geil. So, dann lack mich erstmal. Ich will mir Dings holen. Hey, was 20 war? Und bei 55. So, erstmal recht langsam. Den haben wir gleich wieder was Schönes. Ah? This stuff will come in handy. Oh. Ah. Na, ein Glück habe ich die nicht gebaut. Da hätte ich mich geärgert. Handgemachte Fäustlinge, sie machen dich ungeschickt, aber sind aber sehr warm. Etwa so, wie wenn man ein Kaninchen in Händchen trägt. Hm. Echt? Und mit das mal kurz. Hm. Ja, geht. Nicht, nee, nicht zwingen. Hier. Nee, da.
Ich sehe jetzt nicht wirklich viel, ne? Den kann ich doch anlassen. Gut. Aber den will ich reparieren. Echt jetzt? Ja, 92 passt eigentlich auch. Die Musik gefällt mir jetzt gerade nicht so. Ui, egal. So. Wo haben wir ihn? Ciao. So, trinken. Ein paar Dosen haben wir noch. Na komm, essen wir den. Und den sollten wir uns mal ein bisschen verkrümeln. Da haben wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen Kohle. So, ja. Oh, Hirsch. Verdammt. Minuten. 45, 30. Ja, komm mal trotzdem. Dann gucken wir uns nochmal an, was wir hier noch finden. Hoffentlich kein Bär oder Wolf. Okay. Gut, Freunde. Das war's immer wieder für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst gerne ein Abo da und ein Däumchen nach oben wäre auch schön. Und in dem Sinne sage ich bis morgen. Ciao, ciao.